Hallo, ich freue mich, dass ihr wieder bei mir eingeschaltet habt. Ich bin Nicole von Nicoles Zuckerwerk. Ich zeige euch in meinem heutigen Video, wie diese coole Halloween-Torte entstanden ist. Und glaubt mir, es ist eigentlich gar nicht mal so schwer. Gestartet habe ich einige Tage zuvor mit der Fledermaus, denn diese muss nämlich durchhärten und fest werden. Deswegen habe ich ihr 3 Tage Zeit gegeben, damit sie trocknen kann. Ich habe mir hier eine Schablone vorbereitet, die habe ich mir auf Papier gezeichnet, ausgeschnitten und dieses hier als Schablone verwendet. Ich habe hier eine kleine Menge schwarzen Fondant genommen, das waren ungefähr 150 Gramm, knete hier etwas CMC hinein, damit der Fondant schneller und stabiler aushärtet. Anschließend rolle ich ihn mit Hilfe meiner Ausrollstäbe gleichmäßig aus und schneide die Fledermaus mit Hilfe eines Bastelskalpells aus. Die Kanten arbeite ich nochmal mit einem Modelliertool sauber nach und dann gebe ich die Fledermaus auf die Seite, wo sie mindestens 2 bis 3 Tage trocknen muss. Wir starten los mit der unteren Etage. Ich habe hier für mein Schokokuchenrezept 2-mal gebacken. Das Rezept habe ich euch in meinem letzten Video schon vorgestellt und das verlinke ich euch jetzt hier oben in der Infocard. Außerdem habe ich hierfür eine Portion italienische Meringbuttercreme benötigt, zum Füllen etwas Kirschkonfitüre und eine zartbitter Schokoladenganache. Wir starten jetzt los. Ich zeige euch, wie die untere Etage gefüllt, mit Ganache eingestrichen und mit Fondant eingedeckt wurde. Bevor ich allerdings die Torte gefüllt habe, habe ich mir noch ein Cakeboard zurechtgeschnitten. Ich nehme hier immer Kaperplatten, das sind Leichtschaumplatten, die ich mir immer individuell in der passenden Größe meiner Torten zurechtschneide. Hier schneide ich mir ein Cakeboard mit 24 cm Durchmesser aus, nämlich genauso groß wie meine untere Torte ist. Denn darauf stapel ich nämlich gleich die Torte. Außerdem habe ich hier eine italienische Meringbuttercreme, die ich mit Kirschkonfitüre aromatisiere. Nachdem ich nun alles vorbereitet habe, fülle ich den Kuchen. Die beiden Kuchen, die ich gebacken habe, sind vollständig ausgekühlt. Ich habe sie ja schon am Tag zuvor gebacken. Als allererstes schneide ich den gewölbt gebackenen Deckel weg und anschließend die Kuchen einmal in der Mitte durch. Das mache ich hier mit dem ersten und anschließend verfahre ich mit dem zweiten Kuchen ganz genauso. Anschließend befülle ich die Torte. Dazu nehme ich mir die zuvor zurechtgeschnittene Kaperplatte, streiche hier etwas Buttercreme obendrauf, gebe einen meiner Kuchen hier oben drauf. Und bestreiche diesen erstmal mit Kirschkonfitüre, anschließend etwa 1/3 der vorbereiteten Buttercreme. Dann gebe ich einen Boden oben drauf und wiederhole dies, bis alle 4 Böden und auch die Buttercreme aufgebraucht ist.
Bei der Buttercreme habe ich mir einen kleinen Rest gelassen, denn damit bestreiche ich anschließend den Rand, denn so befülle ich nochmal eventuelle Unebenheiten und Lücken, bevor die Torte für mindestens 1 bis 2 Stunden in den Kühlschrank zum Durchkühlen muss. Eingestrichen wird meine Torte mit einer zartbitter Schokoladenganache. Auch diese habe ich mir am Tag zuvor schon vorbereitet, habe sie abgedeckt auskühlen lassen und kann sie nun am nächsten Tag nämlich super verarbeiten, denn dann hat sie nämlich eine Nutella-artige Konsistenz und ich kann damit super Torten einstreichen. Ich gebe immer erstmal was auf die Oberfläche, anschließend wird alles mit einer Teigkarte oder einem Japan-Spachtel geklettet, dann gebe ich die Torte wieder in den Kühlschrank, damit die Ganache-Schicht fest werden kann. Nach 20 Minuten war meine Torte nun im Kühlschrank, die Ganache ist schön feste geworden und damit ich eine schöne, glatte und auch gerade Oberfläche bekomme, gebe ich etwas Ganache auf die Oberfläche, verteile diese. Gebe hier ein Backpapier oben drauf und wende anschließend die Torte auf den Kopf. Die untere Kante befülle ich nochmal ringsherum mit Ganache, streiche diese nochmal mit dem Japan-Spachtel glatt, mache das so lange, bis ich mit meinem Ergebnis zufrieden bin und gebe anschließend die Torte wieder für mindestens 20 Minuten zum Durchkühlen in den Kühlschrank. Durch diese Wendetechnik erhaltet ihr eine schöne gerade Kante und vor allem auch eine gerade Oberfläche. Nachdem die Torte nun gekühlt ist, die Ganache wieder fest geworden ist, wende ich sie wieder zurück, ziehe das Backpapier ab und jetzt befülle ich noch eventuell entstandene Lücken, wie bei mir jetzt hier bei dieser Torte in dem Fall, mit der restlichen Schokoladenganache. Die Torte muss nun nochmal im Kühlschrank fest werden und in der Zwischenzeit kümmere ich mich aber um den Fondant. Ich verwende heute fertig eingefärbten Masaticino Fondant, 500 Gramm blau, 250 Gramm grün und 250 Gramm schwarz. Die Farben knete ich einzeln schön geschmeidig, rolle sie zu einer Schlange. Verzwirbele sie dann anschließend miteinander und knete den Fondant nur ganz grob zusammen, so dass er nicht hundertprozentig einheitlich durchgefärbt ist, sondern ich nachher einen marmorierten Effekt habe, was man super mit Verdrehen des Fondants erreicht. Wenn ihr dann schließlich mit dem Ergebnis zufrieden seid, wird der Fondant auf etwas Speisestärke ausgerollt und die Torte damit eingedeckt. Die Ganache ist jetzt nach der Kühlzeit sehr trocken, deswegen würde der Fondant nicht kleben bleiben. Ich behelfe mir immer sehr gerne mit etwas Backtrennspray, was ich auf die Torte aufsprühe, bevor ich die Fondantdecke oben drüber gebe. Die Oberfläche streiche ich immer erst mit einem Fondantkletter blasenfrei glatt. Und kümmere mich anschließend um die Seiten. Für die Seiten ziehe ich den Fondant immer unten weg und auseinander und drücke ihn von oben nach unten mit meinen Händen an der Torte fest.
Den groben Überschuss nehme ich nun mit dem Marzipanmesser weg, nehme mir anschließend den Fondantkletter, drücke die Seiten, gerade auch im unteren Bereich, nochmal schön den Fondant fest an die Torte, bevor ich auch den restlichen Überschuss mit dem Marzipanmesser wegnehme. Anschließend klette ich die Torte mit dem Fondantkletter und damit ich oben eine schöne scharfe Kante habe, nehme ich mir heute diesen Eckenkletter zur Hilfe. Nun wird die Torte bemalt. Ich starte hier mit schwarzer Lebensmittelfarbe. Diese Farben sind speziell auch für Fondant geeignet. Ich verdünne sie mit etwas Alkohol. Alternativ könnt ihr natürlich auch Zitronensaft zum Verdünnen eurer Lebensmittelpastenfarben verwenden. Zu dem Bemalen kann ich euch ehrlich gesagt gar nicht so viel erklären. Ich habe das Ganze frei Schnauze gemacht. Ich zeichne erstmal ein paar grobe Striche meiner Bäume mit einem dünnen Pinsel vor und ziehe diese dann mit einem etwas dickeren Pinsel ganz wahllos nach, denn es soll ja auch einen Gruselwald darstellen. Schattierungen und Highlights setze ich mit Dunkelgrün und einer weißen Lebensmittelfarbe, die ich genauso auch verdünnt habe. Auch hier zeichne ich erstmal mit einem dünnen Pinsel die Striche und verwische diese dann mit einem dickeren Pinsel. Zu guter Letzt bekommt mein Gruselwald natürlich auch noch ein paar Kreuze. Und dann war meine Bemalung soweit erstmal fertig und ich habe die Torte zum Trocknen wieder in den Kühlschrank gestellt. Weiter geht's mit der oberen Etage. Hierfür habe ich einen sehr, sehr leckeren Erdnussbutterrührkuchen gebacken, habe natürlich bewusst auf die Füllung verzichtet, da diese obere Etage ja hochkant steht und deswegen ist eine Füllung hierfür nicht so gut geeignet. Deswegen habe ich hier komplett auf die Füllung verzichtet. Ich zeige euch zuallererst die Zutaten für den Rührkuchen, anschließend auch die Zubereitung und natürlich auch, wie die komplette Torte von mir fertiggestellt wurde. An Zutaten benötigen wir 240 Gramm Mehl, ein Päckchen Backpulver, eine Prise Salz, 50 Gramm Speisestärke, 150 Gramm Butter, 150 Gramm Erdnussbutter, 5 Eier, 200 Gramm Zucker und ein Teelöffel Vanillearoma, Vanilleextrakt oder alternativ ein Päckchen Vanillezucker. Zuallererst gebe ich die Butter mit der Erdnussbutter, dem Zucker und dem Vanillearoma in eine Rührschüssel und lasse alles etwa 5 bis 6 Minuten hellcremig aufschlagen. Ist dies geschehen, werden die Eier einzeln nacheinander dazugegeben. Ich lasse ein Ei immer eine halbe Minute einrühren, bevor ich das nächste dazugebe. Sind diese alle eingerührt, kommt noch Mehl, Speisestärke, Backpulver und Salz dazu und werden nur so lange verrührt, bis sich alle Zutaten mit dem Teig verbunden haben.
Mit dem Teigschaber gehe ich sicherheitshalber nochmal nach und dann gebe ich den Teig auch schon in meine vorbereitete Backform. Ich backe hier die oberste Etage in einer 20 cm Backform. Den Boden habe ich mit Backpapier ausgekleidet. Die Seiten sind nicht eingefettet. Hier gebe ich den Teig hinein und gebe ihn bei 180 Grad Ober-Unterhitze in den vorgeheizten Backofen für 45 bis 55 Minuten. Und wenn nach dem Backen am Stäbchen nichts mehr hängen bleibt, dann ist der Kuchen durchgebacken. In der Form lasse ich ihn so erstmal 10 Minuten auskühlen, bevor ich ihn auf einem Abkühlgitter auf dem Kopf vollständig auskühlen lasse. Ist dies geschehen, wird der Kuchen aus der Backform gelöst. Ich schneide erstmal den leicht gewölbten Deckel ab, löse den Kuchen aus meiner Backform und bestreiche ihn mit einer weißen Schokoladenganache. Diese habe ich aus 600 Gramm weißer Schokolade und 200 Milliliter Sahne zubereitet. Das Rezept verlinke ich euch jetzt hier oben in der Infocard. Meine Ganache ist noch relativ weich und flüssig, aber für die erste Schicht zur Krümelbindung war dieses jetzt gar nicht mal so schlimm. Am besten lässt sich Ganache verarbeiten, wenn sie eine Nutella-artige Konsistenz hat. Die erste Schicht gebe ich für etwa 20 Minuten in den Kühlschrank und gebe anschließend noch eine zweite Schicht obendrauf. Mit einem Teigschaber glätte ich die Seiten, die Oberfläche ziehe ich mit meiner kleinen Winkelpalette schön glatt und dann geht auch diese zweite Schicht nochmal für mindestens 20 Minuten in den Kühlschrank. Nach dieser zweiten Kühlzeit gebe ich etwas Ganache auf die Oberfläche, verteile diese. Gebe anschließend ein Backpapier obendrauf und mit Hilfe eines Tortenretters wende ich nun meinen Kuchen auf den Kopf, denn auch die Unterseite, da der Kuchen ja hochkant steht, muss mit Ganache eingestrichen werden. Nachdem ich auch mit dieser Schicht zufrieden und geklettet war, gebe ich den Kuchen wieder für 20 Minuten in den Kühlschrank und wiederhole das Ganze mit dem Wenden noch einmal, denn die andere Seite braucht auch noch eine zweite Ganache-Schicht. Leider ist mir hier die Ganache etwas hängen geblieben, aber das war gar nicht so schlimm, da ich ja sowieso noch eine zweite Schicht oben drüber gebe. Ist auch diese Schicht schön geklettet, muss die Torte noch einmal in den Kühlschrank. Ein letztes Mal wird sie gewendet, auch hier ziehe ich das Backpapier ab und arbeite die Oberfläche noch einmal nach. Ist dies geschehen, kann die Torte nach einer letzten Kühlzeit endlich mit Fondant eingedeckt werden. Ich verwende heute hier 750 Gramm fertig gelb eingefärbten Fondant von Masaticino, den ich zuallererst weich knete. Anschließend rolle ich den Fondant länglich aus und mit Hilfe meiner Ausrollhilfen rechts und links wird dieser auch schön gleichmäßig dick. Mit meinem langen Bastellineal schneide ich nun einen breiten Streifen aus. Dieser Streifen ist genauso breit, wie die Torte hoch ist. Das habe ich natürlich vorher an der Torte mit einem Lineal nachgemessen. Auf die Oberfläche pudere ich nun etwas Speisestärke und rolle den Fondantstreifen auf einem kleinen Ausrollstab auf. Durch die Speisestärke klebt mir der Fondant nicht zusammen und ich kann ihn jetzt gleich an der Seite der Torte wieder abrollen. Auch hier, wenn die Torte zu trocken ist, benetzt sie mit ganz wenig Wasser oder besprüht sie mit etwas Backtrennspray. Thank you.
Den übrigen Fondant knete ich wieder zusammen, rolle ihn nochmal aus und decke damit die Oberfläche ein. Anschließend wende ich die Torte und schneide den Überschuss mit meinem Marzipanmesser bündig und sauber ab. Das Backpapier unten drunter hilft mir, damit die Torte durch den Fondant nicht an dem Tortenretter kleben bleibt. Natürlich könnt ihr das nach Benutzung wieder wegpacken und für eines eurer nächsten Backwerke wieder verwenden. Anschließend wiederhole ich das Ganze noch einmal, da die Torte ja rundherum mit dem gelben Fondant eingedeckt werden muss. Mit einem Fondantkletter sowie dem speziellen Kantenkletter klette ich die Torte rundherum. Anschließend bepudere ich sie mit etwas Lebensmittelpuderfarbe in Orange und Gelb. Ich verwende dazu hier zwei fluffige Pinsel, einen großen und einen etwas kleineren, und pudere die Torte damit ab. Ich achte natürlich darauf, dass ich das Ganze als Verlauf arbeite, das heißt außen eher ein bisschen dunkler und in der Mitte etwas heller. Anschließend wende ich die Torte und bepudere natürlich auch die andere Seite sowie den Rand. Damit ich die Torte aufstapeln kann, diese gestützt ist und nicht in die untere einsinkt, habe ich hier ein kleines Stück Tortenpappe zurechtgeschnitten, was genauso groß ist, also genauso breit wie die Torte. Und in der Mitte habe ich noch ein großes Loch hineingeschnitten. Zum Präsentieren meiner Torte verwende ich hier ein Stück Kaperplatte. Das ist eine Leichtschaumplatte, die habe ich in 28 cm Durchmesser geschnitten. Diese hat eine Dicke von 1 cm. In die Mitte gebe ich etwas übrige Schokoladenganache, gebe nun die untere Torte hier drauf und durch die Ganache bleibt sie nämlich jetzt kleben und verrutscht auch nicht so leicht. Das Cakeboard decke ich mit dem übrigen Fondant, den ich von der unteren Torte noch übrig hatte, ein. Auch hier rolle ich einen schmalen Streifen und decke das sichtbare Cakeboard damit ein. Den Fondant klebe ich mit etwas Zuckerkleber fest und strukturiere ihn mit einem Modelliertool ganz wahllos und unordentlich. Die kleine Tortenpappe platziere ich jetzt auf der Oberfläche, um zu gucken, wo meine Torte nachher stehen soll, und markiere mir das hier mit einem Modelliertool und stecke hier schließlich 4 Stützen hinein. Ich nehme heute diese etwas dickeren Strohhalme, diese stecke ich in die Torte bis ganz nach unten hinein, schneide sie mit einer sauberen Schere bündig ab. Gebe anschließend etwas Ganache obendrauf und klebe meine Tortenpappe darauf fest. Bevor ich nun die Torten aufeinander stapel, dekoriere ich das Cakeboard noch fertig. Da ich noch von diesem marmoriert eingefärbten Fondant übrig hatte, verwende ich diesen. Diesen habe ich mit etwas brauner Lebensmittelfarbe noch etwas dunkler gefärbt. Rolle mir hier nun Schlangen auf der einen Seite etwas spitzer, auf der anderen Seite breiter. Klebe diese ganz wahllos an die Torte dran, sodass das aussieht wie abgeschnittene Baumstämme.
Mit einem Modelliertool strukturiere ich das Ganze noch ganz wild und vor allem auch unordentlich. Ein paar kleine Kürbisse gebe ich auch noch dazu. Wie ihr diese herstellt, das ist übrigens ganz, ganz einfach. Das zeige ich euch in einem Video, was ich euch jetzt hier oben in der Infocard verlinke. Ein wenig braune Lebensmittelfarbe verwende ich dann schließlich noch zum Abpudern. Zum Aufeinanderstapeln der Torte, damit die obere auch wirklich nicht runterkullert, habe ich hier zwei China-Stäbchen, habe sie auf der einen, auf der dünnen Seite angespitzt und diese stecke ich nun hier in die Torte, in dieses Loch, was ich nämlich in der Tortenpappe drin gelassen habe, hinein, bis ganz nach unten und dadurch, dass diese angespitzt sind, kann ich sie nämlich bis runter in die Kaperplatte hineinstecken. Anschließend gebe ich hier etwas Ganache obendrauf und die Torte, die ich hochkant, jetzt hier auf die beiden Stäbchen aufspieße. Meine vorbereitete Fledermaus klebe ich mit etwas Zuckerkleber fest. Und zu guter Letzt bekommt der Rand des Cakeboards noch ein Satinbändchen, was ich im hinteren Bereich mit einer Stecknadel befestige. Alle Rezepte zum Nachlesen findet ihr auf meinem Blog www.nicoleszuckerwerk.de. Den Link findet ihr hier oben in der Infocard und natürlich auch hier unter dem Video in der Infobox. In meinem Blogpost schreibe ich euch nochmal alle Rezepte, was ich wann, von welchem, wie viel zubereitet habe und was ich vor allem auch verbraucht habe. Ich freue mich, dass ihr heute bei mir eingeschaltet habt. Ich wünsche euch noch eine wunderschöne Woche, einen wunderschönen Tag und dann sehen wir uns am kommenden Montag mit einem neuen Video. Macht's gut. Tschüss.